Dann kümmere ich mich um einen Weak Binding Agent, einen Simple Catalyst und eine Potion Flask. Yay! Zwei Simple Catalysts. Gunpowder, Glowstone, zwei Zucker. Ja. Wir brauchen hier mehr Workbenches. Ja, nee. Vor allem brauchen wir immer Zucker. Hast du die Blood Orb eigentlich in dem Alchemie-Ding gelassen? Nee, die habe ich wieder in die Chest reingetan. Achso, okay. Weil ich hätte es eigentlich drin lassen können, brauchen für eh nichts anderes. Ach, wusste ich nicht. Aber schon interessant, wie man mit drei Emeralds einfach normale von diesen Pharma-Teilen auf einen Radius von 12 arbeiten lassen kann. Mhm. Interessant. Ja. Ach, ich platze um Riggs. Brauchen wir auch noch was. Und. 40.000, okay. Und wir brauchen wieder Clay. Es ist ein Traum. Wie kommst du mit AI voran? Ziemlich gut, bin gerade über dem Crafting Terminal. Okay. Versuchen wir es jetzt nochmal. Ach so, ja. Ja, dauert noch ein bisschen.
Okay. Ich leg's mal auf die Hotbar, dann sehe ich's. Okay. Nehm vielleicht mal ein Schwein mit oder so. Wieso? So, Schwein, ja gut. Ist wahrscheinlich eher so ein Opfer. Ich weiß nicht. Du kannst eigentlich alles opfern, soweit ich weiß. You must kill a mob at the enchantment table after it says perform the sacrifice to finish the activation. Hast du das gekillt oder hab ich das gekillt? Ich glaube, ich war das. Das. Ja, daran kann's liegen. Daran kann's liegen, jo. Mob, ne? Also wir könnten theoretisch auch die Fake-Hühner nehmen. Vielleicht. Und nimm mal beides mit vor. Was anderes, jo. Ja, ich geh mal Mob clearen. Was nehme ich denn da? Ein Schwein? Gut, wenn du meinst. Best XP Farm ever. Ja. Boah, Alter, jetzt hätte ich dich fast wieder geschlagen. Kein Problem. Ja, du bist One-Hit, na wohl, mit dir bist du nicht. Okay, leuchten tut's noch nicht. Dauert noch ein bisschen. Ich glaube, mach du mal. Okay. Da ist das Huhn. Da ist das Schwein. Ja. Danke. Ich rufe von oben zu. Ja, ich schmeiß so ein paar Sachen weg. Das Zeug, was da entsteht, kann man ja eigentlich dann drauf lassen, oder? Eigentlich schon, praktisch. Ja, ja, Problem ist nur, dass das bei Tageslicht verbrennt. Kann man ja vielleicht irgendwas drüber machen. Ah. Ja, funktioniert. Schön. Ja, ich lasse es drum. Sehr gut. Mhm. Klappt ja alles, wie es scheint. Mhm. Endlich der scheiß Bilder-Swan. Dann kannst du ja das Schwein wieder zurückpacken. Ja. Wieder ins Gehege, oder? Mhm. Dann kann ich das denn jetzt. Pa. Einmal überhaupt nicht zu laut. Was? Okay, alles im Rest, nee. Dann ist alles in Ordnung. Oder ist da einfach nicht mehr genug Essenz? Das war ich ja irgendwie. Äh.
reicht doch mehr als genug. Okay. Dann wird es daran gelegen haben. Wahrscheinlich geht das in so einer Crafting Station nicht, wa? Was denn? Das Rezept. Nee, bei mir, da geht das alles. Es war nur einfach zu wenig Energie da. Oder achso, das meinst du? Ja, weil das in der Crafting Table sein muss, weil du dich da beeilen musst. Wenn Unstabling ist. Okay, ich hab ein Bild, das warnt. Okay. Aber. Wollt ihr ja auch um einen, oder? Nee, ist gut. Ich brauche eine leere Potion Flask. Hat mir nicht noch einen, wo nur noch ein Schluck drin war? Ja, irgendwo. Irgendwo ist immer eine gute Antwort, finde ich. Ich tu den mal da rein. Boah. Scheiß Enderman, verpiss dich! Potion Flask. Regeneration. Einfach traurig, wie ich einfach nur ganze drei Sojabohnen-Samen habe. Menu Submit. Wieder fertig mit einer Quest? Jo. So gut. Aber in dem Fall scheint sie wirklich auf die Metadata zu achten. Oh. Weil hier die Potion Flask nicht mehr funktioniert aus irgendeinem Grund. Ja, vielleicht ist eine komplett leere wieder eine komplett andere ID. Nein, nein, ich brauche nur Nether Wards, Glowstone, Redstone. Alles in Ordnung. Achso, du hast nicht fertig jetzt, oder wie? Ich dachte, ich hätte es fertig. Achso. Aber das ist halt das Eigencrafting-Rezept noch, das geht schnell. Ja, war eine andere ID, okay. Okay, Submit. Okay. Ich nehme die erste, dann nehmt ihr den anderen, denke ich mal. Nimm ich die dritte. Wo ist denn das? Magiekram. Dann nehme ich die zweite. Was hat deine? 73 Leben. Was hat deine? Achso, mein hat Invisibility, glaube ich. Du hast, man kriegt ja immer zwei, deswegen. Invisibility und Fire Resistance. Fire und Regen. Fire und Instant Health. Alle nicht schlecht. Ja, ich glaube, wir brauchen da eine extra Chat. Nein, warte, Indexe. Es gibt doch auch so einen Indexe. Ich weiß nicht. Instant Health 4. Nee, Cabinet. Filing Cabinet, genau. Filing Cabinet. Ja, warte, ich baue das schnell. Das sind aber alles andere IDs. Das heißt, du brauchst ein Advanced Filing Cabinet. Nee, das sind alle die gleichen. Nicht bei mir. Ich habe 17296 und okay. Doch. 17296. Ja, ist gut, es sah irgendwie anders aus. Wahrscheinlich irgendwo. Ich pack das mal noch ins Haus rein. Okay. Da. Jo. Also gut, passt. Es deckt sogar, das ist ganz schön. So, dann könnten die Scherben auch so langsam mal nicht schaden. Was brauchen wir da eigentlich noch alles? Weil Entropy hatten wir ja, glaube ich, ein paar. Wir haben Wasser und Entropy mittlerweile. Okay, und den Rest? Nicht. Kriegt man wie, meine ich. Oh, warte, ich, was sagt die Quest? Die Quest sagt nur besitzen, oder? Nee, das ist Manual Submit. Du kriegst allerdings, Earthen Fuse und Fallen Fuse wieder raus. Ich hab der Crystal Clusters gekriegt, die kann ich jetzt einfach mal zerstören. Okay, ja. Beziehungsweise ich zerstöre den Mixed Crystal Cluster, weil das ja jedes einmal drin. Jo. So, Manual Submit bei mir jetzt.
Fertig. Claim Reward. Und noch ein Herz mehr. Und noch ein Greater Bag. Und irgendwie Zeug. Vier Blood Runes. Gut. Einfach in die Kiste packen. Earth Infused Stone, Fire Infused Stone, das kommt zu mir in die Kiste, bei dem Soundcraft-Zeug, in die Silberkiste. Jo. 16 Amaranth Stairs, yay. Blood Runes tue ich in die Kiste, ne? Ich hab ja. Tee. Und Tee? Und andere Saatgüte, ja. Und du glitzerst pink. Du hast pinke Sparkles um dich herum. Ich weiß, weil ich regeneriere, weil ich den Trank leer getrunken habe, damit wir den da vernünftig verwenden können. Ah. Das ist halt gut. Schmeiß mal bei Funk rein. Und wir haben noch einen Unclaimed Reward. Haben wir? Ja, direkt da. Ah ja, ja, weil wir das schon hatten. Eben. Once of Powers braucht man dafür einen Focus Pouch und eine Gold Cap, das habe ich ja fast gemacht. Und noch eine Greater Reward Bag. Paranoid Pyro. Yeah. Pyro. Matten. Aha. Mutton Jerky, schon wieder. Protection, Protection, Protection. Woven Digger's Backpack, Woven Forester's Backpack, oh. Woven Adventurer's Backpack, Woven Hunter's Backpack, Woven Builder's Backpack, Woven Lepidopterist's Backpack. Das ist schön. Alles meins. Ich weiß gar nicht, was ich davon am ehesten brauche. Wir haben so viel Rüstung, unglaublich. Lepidopterist ist also die Schmetterlinge, glaube ich, ne? Ja. Woven Diggers Backpack ist ja, der sammelt die automatisch Sachen auf, ja, ne? War ja so. Kannst du so einstellen, ja. Foresters nur für Forests-Kram. Adventurers Backpack ist für alles mögliche, oder? Eigentlich zumindest, ja. Ich brauche sie gerade oder nicht, aber es ist schön, die zu haben. Übrigens, es gab wieder Fire Shards wahrscheinlich, die kann man hier bei mir reintun in die Kiste. Jo. Komm gleich. Denke ich erstmal die sechs Taschen hier in der Kiste. War nicht cool jetzt, die Taschen, die waren jetzt nett. Mhm. Nicht unbedingt das Nützlichste, aber die sind halt schon praktisch. Logisch. Hm. Jo. Nicht nützlich, aber praktisch. Blablabla. Focus Pouch und Gold Cap. Was brauche ich dafür noch alles, um das zu machen? Somnamkan. Somnamnamnam. Ja. Manamna. 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 Okay. Bitte aufhören. Never! Arcane Workbench, wie wird die gebaut? Ne, Arcane Worktable habe ich hier. Ist das dasselbe? Wahrscheinlich, ja. Du kannst da normal craften, ja. Brauche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leder. Wie viel Leder haben wir gerade da, um das irgendwie zu... Ein halbes Deck circa. Wo? Ah da, ich sehe es, ja, okay. War Chest in der alten. Dann brauche ich noch 5 hiervon. Weil mit Krams drin, Stäbe habe ich ja genug, um die zu verwenden. Mhm. So, dann ziehe ich aber erstmal den Harness an, weil der schon ein bisschen Discount gibt. Was voll praktisch ist. Nehme dann Silverwood Wand, weil der eh voll ist.
Und mein Spiel. Ich wollte gerade sagen, mein Spiel crasht doch nicht. Ich dachte schon. So, AI, fertig. Schön. Gibt 2 Leben und eine Reward Bag. Wo? Oh. Bei Go with the Flow oder? Nee, bei. Before the Hoarding, ich sehe schon. Genau. Ja, jetzt haben wir wieder 1000 Pistons müssen wir machen. 100.000 Trees. Und was, oh Gott. Was hat die Reward Bag? Mal nachgucken. Ich habe auch ganz viele Rucksäcke. Fish Jerky. Yay. Pinke Treppen. Yay. Yay. Da freut man sich. Kling, kling. Ich glaube, wir haben 100 Leben. Nein. So krass sind wir doch noch nicht. Davon abgesehen, wer will, kann sich jetzt auch bei Your Wizard Steve noch. Ne, warte. Hab ich doch. Ach, ich muss das noch submitten, ne? Ja, genau.